Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung in PHP. Heute geht es um die logischen Operatoren. Ihr habt ja schon gesehen, ich habe zwei Bedingungen eingegeben und eine dritte, in die wir das ganze Zeug speichern, die wir dann auch am Ende ausgeben werden. Wir haben ein paar Operatoren hier und die sind eigentlich relativ spannend. Vier Stück sind es, die ich euch zeigen möchte. Wir fangen mit dem leichtesten an. Der braucht einfach nur eine Bedingung, die anderen brauchen zwei. Und zwar das NOT. Wir schreiben uns hier einfach dieses NOT vorne dran und im Prinzip, was es macht, ist, es dreht es um. Das heißt, was davor false war, das ist false jetzt gewesen, Bedingung 1. Was false ist, wird true durch das NOT und was true ist, wird false. Das heißt, wenn wir uns das Ganze angucken, dann haben wir hier plötzlich ein true. Ich habe es gerade eben schon mal aufgenommen, aber irgendwas ist schief gelaufen, deswegen mache ich das gleich nochmal. Okay, wenn wir jetzt hier allerdings ein true hatten, dann bekommen wir hier ein false raus. Im Prinzip genau das Gegenteil durch dieses not hier. Das könnt ihr natürlich dann sehr, 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 sehr gut gebrauchen, wenn ihr dann an die if-Bedingungen geht. Und deswegen würde ich euch empfehlen, euch da ein bisschen rein zu versetzen. Okay, wenn wir hier zwei Bedingungen miteinander verknüpfen wollen, dann brauchen wir hier kein not vorne dran. Kann man natürlich auch machen, aber wir sagen hier zum Beispiel, wir klammern das jetzt auch mal ein, damit es auf jeden Fall als erstes ausgeführt wird. Wir sagen hier Bedingung 1 oder Bedingung 2. Schauen wir uns das Ganze mal an. Schlüsselwort heißt hier oder, beziehungsweise or auf Englisch. Mit oder kommt ihr wahrscheinlich nicht so weit. Und die Bedingung hier wird jetzt wahr, also unser Bet wird wahr, wenn eins von diesen beiden hier, also entweder Bedingung 1 oder Bedingung 2, entweder oder, also nicht entweder oder, sondern es reicht eine Bedingung wahr, also es reicht, wenn Bedingung 1 wahr ist oder wenn Bedingung 2 wahr ist. Es können aber auch beide wahr sein. Dann wird unsere Bet hier hinten, wird dann auch wahr. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine mal auf false setze, dann bleibt diese Bedingung wahr. Und das ist, upsala. Und es ist im Prinzip egal, ob ihr diese erste Bedingung hier auf false setzt oder die zweite. Es ist völlig egal, es reicht, wenn eine wahr ist, dann wird die Bedingung, die rauskommt bei dem oder, wird dann auch wahr. Gut, schauen wir uns mal das und an. Das und, übrigens, wer noch genaueres dazu wissen möchte, ich habe eine ganze Serie nur zu quasi diesem Logikzeug hier gemacht. Da könnt ihr dann mal auf meinem Kanal gucken, vielleicht interessiert es euch ja. Okay, mit dem und, verknüpfen wir beide Verbindungen hier mit Bedingungen hier, sodass beide wahr sein müssen, damit auch ein wahr rauskommt. Also sowas wie, ist die Farbe, die du gewählt hast, blau und ist der Hintergrund blau, dann korrekt oder sowas, keine Ahnung. Ja, wir haben hier ein und, also and als Schlüsselwort und diese Bedingung, die wir hier rausbekommen, wird genau dann wahr, wenn Bedingung 1 wahr ist und Bedingung 2 wahr ist. Aber wenn nur eine wahr ist, reicht es nicht. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hier ist es true. Aber wenn ich jetzt hier eine auch nur auf false setze, upsala, ist egal wiederum welche, dann, meine Maus klickt irgendwie doppelt, das ist nicht cool. Dann wird das Ganze hier false. Das heißt, ja, ihr habt hier sozusagen eine Verknüpfung, es muss beides wahr sein, damit das hier wahr ist. Gut, und dann noch das, was man umgangssprachlich als Entweder-Oder kennt, das sogenannte XOR. Da wird genau wird Bet genau dann wahr, wenn eins davon falsch ist und eins ist wahr. Es ist egal, welches falsch und welches wahr ist, aber eins muss falsch sein und eins muss wahr sein. Also, so wie es jetzt ist, wird es wahr. Und wenn ich die beiden hier umdrehe, dass ich hier false reinschreibe und hier oben true, dann wird es auch wahr, aber sobald beide true sind oder beide false sind, wird diese Bedingung bad dann wiederum falsch. Also wir sehen, dass jetzt hier falsch rauskommt. Okay, das sind die sogenannten logischen Operatoren, mit denen kann man bei den if-Bedingungen wirklich einiges machen. Aber die kennt ihr noch nicht mal, die zeige ich euch dann nächstes Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ja, ich weiß, es war ein bisschen trocken, letztes und dieses Video, aber das werden wir auch noch überstehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.